Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Starfield. Leute, heute muss ich euch schon mal vorwarnen. Es könnten hier Abos eintrudeln. Weil kaum habe ich die Aufnahme gestartet, habe ich wieder ein Abo bekommen. Heute ist gerade echt wild. Danke, Leute. Ich krieg gerade sehr viele Abos. Ich bin erstaunt, vor allem wegen Starfield. Und Stardew Valley, ja, das auch. Ich habe jetzt schon fast 10 Abos. Na, ich habe 10 Abos jetzt, ja. 10 Abos an einem Tag, das, wow. Ich hoffe, das sind keine Wanderabos, die dann kommen und dann wieder gehen. Hoffe ich zumindest. Wir brauchen ja noch Ausdauer. So, gut. Jetzt wieder aufladen. Momentan ist wieder wild auf meinem Kanal. Ja, ich muss einfach... Ich kann nur Danke sagen zu euch. Also an die neuen Zuschauer, aber auch an die alten, die seit Anfang an hier dabei sind und mich begleiten auf diesen wunderbaren Weg auf YouTube. Alter, wie weit ist mein Schiff denn entfernt? Da ist wieder so ein Relikt. Da drüben sind so Solaranlagen oder sieht mal so aus. Da ist mein Schiff. Schiff Bleistift. Aber es ist halt einfach zu gut, das Schiff. Dafür, dass es... Ah ja, wir haben ja eigentlich Fähigkeiten. Ich sollte mal bei Fähigkeiten wieder nachschauen. 2 sogar. Kann ich hier zufällig? Nein? Was fehlt noch? Sehe ich das? Kilogramm. Das ist ein Skill gemeistert? Echt? Okay. Fitness. Wie gehen... Sollen wir auf Waffen gehen? Weil Waffen, ja, komm. Ich nutze ich am meisten. Salut. Das brauche ich auch. Plündern. Dass ich zusätzlich Credits finde. Ja, komm. Credits brauche ich. Ich will ein neues Raumschiff. Gut, dann haben wir jetzt schon alles verbraucht. Ich bin immer noch dafür, dass ich das hier nehme, oder? Mag das. Die Schwerkraft aushebeln. Und einfach mit den Waffen reinholzen. Dann geht das schon. Ich habe hier einfach meinen Spaß hier in Starfield. So, hier nicht vergessen, R drücken. Dann bin ich direkt im Sitz. Wir heben ab. Ja, mein gutes Raumschiff. Das gute gestohlene Raumschiff.
Halt! Wir sind hier, um ein Kopfgeld zu kassieren. Deins. Noch mehr Kopfgeld, Jäger? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Ich bring euch doch sowieso um. Ja, komm. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Los! Und wieso müssen das immer mehrere sein? Ich hasse das. Das ist ein Problem. Mein Schiff ist einfach überhaupt nicht stark genug für sowas. Nein. Wollt ihr mich vollkommen? Das klingt immer noch wie Lego, wenn man hier rumläuft. Findet ihr nicht? Leute, ja, das erspare ich euch mal. Wir springen jetzt ganz kurz darüber, ne? Zu unserem Schiff. Okay, Leute, wir sind wieder da. So, wir machen aber hier jetzt... Hä? Was ist meine Maus? Ja, das geht so nicht. Aber wir springen jetzt nicht direkt in den Himmel. Wir gehen dahin, wo die Sonne scheint. Zum Schlüssel. Was wollte ich nochmal beim Schlüssel? Ach, da ist ja Mission, oder? Was muss ich da nochmal machen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe jetzt ja immer ein bisschen Pausen zwischen dem zwischen zwei Folgen immer. Das fällt vielleicht auf. Ja, wir hatten schon noch. Die Fleet ist eine wahre Familie. Ja, krass. Ich lasse mir von Bord was. Die Fleet ist meine wahre Familie. Hm. 55 Meter in die Richtung, warte ich. Jeder Captain hier hat für die Fleet Blut gelassen. Ohne gute Waffe bringt Kinetik Elektromagnet. Okay. Waffen. Hast du irgendwas Krasses? Die sieht halt krass aus, aber hm. Okay. Kann ich auch was Gutes verkaufen? Die würde ich ungern verkaufen. Die auch. Die hat mir nicht ganz so viel Spaß gemacht. Okay. Ja, komm, das kann ich verkaufen. Das ist unnötig Gewicht. Das auch. Die zwei behalte ich mal vorerst. Mhm. Okay. Wert, okay, das ist nicht immer der Wert, der was da steht. Verstehe. Jetzt haben wir wieder Gewicht verloren.
Ich bin glücklich. Fertig? Ja. Ist mir recht. Hier ist halt schwierig, was zu verkaufen, zu klauen, weil hier so viele Leute sind. Da? Willst du was anfangen? Willst du was anfangen? Was fange ich denn an? Was ganz Böses? Okay. Dann, meine Freunde. Hab mich schon gefragt, wann wir uns begegnen. Hi. Ich heiße Fergus. Fergus Wickham. Hi, Fergus. Aber nenn mich ruhig Bob. Willkommen im Last Nova, wo die Drinks nie aufs Haus gehen. Bin nicht hier, um zu reden. Ich will was trinken. Tja, dann bist du hier genau richtig. Da du das erste Mal hier bist, mache ich eine Ausnahme von der Regel und empfehle dir meinen Spezialmix aufs Haus. Eine Gratisflasche Boxgog. Das klingt abscheulich. Immer her damit. So lobe ich mir das. Ich habe dir deinen Mut gleich angesehen. Ah, danke. Und wenn dir der Drink schmeckt, hast du Glück. Billiger geht's nicht und er ertränkt deine Sorgen garantiert. Okay. Anblick, bist du in letzter Zeit ziemlich mies drauf, Bock. Das gefällt keinem so recht. Ich bin jeden Tag von früh bis spät hier. Da kann es den Leuten doch eigentlich egal sein. Ist es Ihnen auch? Ich glaube, das ist eine allgemeine Beschwerde. Tja, naja, da haben Sie nicht ganz Unrecht. Ich denke an meine liebe alte Manny. Meine einzige wahre Liebe. Hätte sie fast geheiratet. Doch ich verpasste meine Chance und verlor sie an meinen Kumpel. Pass auf. Willst du mir, altem Sack, einen Gefallen tun? Ja. Dann bring mir das, was mich am stärksten an Maddie erinnert. Ihren Ring. Okay. Sag mir, wo ich ihn finde und der Ring gehört dir. Kein Problem. Ich habe Clay seit einiger Zeit wieder auf dem Radar. Daher wohl meine Stimmung. Ich schick dir die Infos. Für mich zählt nur der Ring. Alles okay. Andere ist egal. Kein Problem. So, den werde ich jetzt schön umlegen. Dann wird das schon was mit seinem Ring. Obwohl das ein bisschen danke, seltsam dass du ist. Mich gut aussehen lässt. Wieso gut aussehen? Sehe ich so scheiße aus? Der letzte Job lief nicht so gut. Ja, dann solltest du darüber nicht reden. Wo ist sein Ring? Wenn der überhaupt direkt als erstes. So. Wieso kann ich hier nicht hin? Ah, jetzt geht's. Schnellreise. Mit der Lady Macbeth. Geschwindigkeit und Kurs beibehalten. Ah. Wir scannen auf Schmuggelware. Jo. Achtung, du wurdest als gesuchter Verbrecher identifiziert. Echt? Sofort antworten, sonst eröffnen wir das Feuer. Antworten. Du wirst gesucht. Halte sofort das Schiff an und lass uns an Bord. Sonst eröffnen wir das Feuer. Ah. Verstanden. Halte Kurs, wir eskortieren dich. Ach Gott, ey, komm. Bin ich so böse? Ah, jetzt bin ich hier.
Kann ich hier zumachen? Da stehen halt zwei. Geschlossen. Kunst. Warte mal kurz, ich probiere das zu stillen. Speichern? Warte, ich gehe hier drauf. Dann ist der Winkel. Halt! Sofort! Du machst das nur noch? Laden. Bestätigen. Okay, es hat nicht funktioniert. Aber wie haben die das gesehen jetzt? Das frage ich mich. Hier ist halt keine Tür, das ist das Problem. Ah, hier ist irgendeine Notiz, die mich zu irgendeinem Geheimnis führt. Und zu Gefängnissen würde ich das schon irgendwie erwarten. Eine schöne Toilette. Nein, nein, nein. Hey, warst du dabei, als diese Security-Schweine mich geholt haben? Nö. Bitte, hab ein Herz. Du musst mir helfen. Echt? Worum geht es? Danke. Oh Gott. Ich muss zugeben, dass ich halb ausflippe. Okay. Ich habe meinen Job verloren, meine Creds. Und wenn ich das mit Yannick Legrand nicht kläre, verliere ich alles. Alles. Yannick erwartet ein Paket. Ein nicht unbedingt legales Paket. Wenn du es ihm bringst, weiß er, dass ich loyal bin. Keine Sorge, Yannick ist stinkreich. Er bezahlt dich. Was soll ich tun? Warum verkaufst du es mir? Wer ist dieser Yannick? Das tue ich gar nicht. Du bist nur meine einzige Chance. Danke für den Besuch. Ciao. Kein Bock. Ich hol mir jetzt lieber den Ring. Tavern Anastas hatte etwas Ärger. Kleiner Rat von mir? Ist das hier? Ich bin falsch. Ja, lass dich da nicht mit reinziehen. Ja? Muss da lang. Die Leute lassen mich. Ich gehe mal den Weg entlang, obwohl ich weiß, dass das hier teilweise irrelevant ist, weil es hier. Ah. Den Raumanzug da hinten? Falls du Zeit hast, grüß meine Frau Rosa von mir. Willkommen bei New Worlds. Rosa und ich garantieren unseren Kunden, dass wir Seekarts lausige Auswahl bei weitem überbieten. Okay, klingt, als hätte ein Problem mit... Oh, ich habe kein Problem mit seinem Laden. Nur mit Seekart selber. Der Zusammenhalt unter den Geschäftsleuten von Neon ist ihm völlig egal. Er schwänzt unsere Treffen und macht bei Sammelbestellungen nicht mit. Und er schmiert die Neon Security, damit sie seinen Laden beschützen. Das ist klug. Es klingt vernünftig, dass er sein Leben schützen will. Ja, ja klar. Wenn man nur an sich selber denkt. Mhm. Mit jeder Zahlung von Seekart validiert er die Korruption der Neon Security. Er setzt schlechte Maßstäbe, denen andere Händler folgen müssen. Jedenfalls, entschuldige, mich wühlt das Thema einfach sehr auf. Entschuldige bitte den kleinen Ausbruch. Sieh dich ruhig um. Du findest bestimmt etwas, was dir gefällt. Aha, schön. Jetzt willst du mir was verkaufen, ne? Ich würde gerne etwas kaufen. Ich rede mit sie. Vielleicht kann er ihn... Oh, okay, ja. Das wäre extrem hilfreich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Okay. Du musst überhaupt nichts sagen. Okay. Aber sei vorsichtig. Seekart kann überraschend unvernünftig sein, wenn er in die Enge getrieben wird. Gut. Ich würde gerne etwas kaufen.
Ja, was? Die besten Deals der Stadt. Was hast du denn so? Nichts, was ich benutzen kann. Nee, ey. Das ist alles Kacke. Du bist Kacke. Pass da draußen auf dich auf. Ja, du bist Kacke. Hä? Und wo ist der? Also das nächste Ziel ist nicht hier. Hä? Und wo ist Sigurd? Ich habe eine Nachricht von ihr. Ist jetzt keine Mission ausgewählt? Wieso? Für den Band. Na, das ist ja die Mission. Okay, ich mach mal das. Das heißt, wir müssen zum Schiff. Muss ja aber hier angezeigt werden. Die Mission. Hä? Wieso werden die Missionen nicht mal angezeigt? Ah, weil ich sie nicht ausgewählt habe. Okay, hier hin. Fliegen wir wieder zum Schlüssel? Ist ein bisschen hin und her gerade. Hat mein Schiff jetzt gerade einen Grafsprung gemacht? Das hat ganz kurz so ausgesehen. Ja? Ich seh's, die sind alle hier und klatschen. Freust du mich zu sehen? Ja, siehst du? Der freut sich auch. Der auch. Fragt Jazz nach Schiffsupgrades. Ein Piratenschiff braucht eine Persönlichkeit. Okay. Du musst für jeden Job vorbereitet sein. Vorräte kriegst du im Depot. Okay. Ich muss diese Abwehrbatterien online bringen. Also, fass dich kurz. Hä? Hilfst du mir bei dem Schiff? Kein Problem. Die Verteilernetzdaten sind im System vorhanden. Sollten leicht zu installieren sein. Schiff muss repariert werden. Ich würde dein Geld ja gerne nehmen, aber dein Schiff ist in Topform. Zeig mir, was du für Schiff im Angebot hast. Ja, komm. Mein Laden ist offen, solange das Geld stimmt. Ja. Das sieht halt spannend aus. Das ist halt groß. Hat auch Raketen, glaube ich. Wert. Deine Credits? Ich habe jetzt nur 47.000. Ja, das wird sich nicht ausgehen. Verkaufen? Das Schiff ist halt Müll. Das hier. Das kann ich eigentlich verkaufen. Wie verkaufe ich das?
kaufen? Der suchen? Kaufen? Verkaufen. Ja. Hier erlassen. Untersuchen. Also ich kann das nicht verkaufen. Registrieren. Untersuchen. Nein. Registrieren. Schiff für Kredit. Registrieren. Bestätigen. 7000 Credit. Verkaufen. Ah, okay. Wie viel kriege ich dafür? Ja, toll. Schiff. Kredit verkaufen. Bestätigen. Okay. Was kostet die Registrierung? Bestätigen. Was bringt mir das? Wenn ich das Schiff registriert habe? Wert. Ich muss diese Abwehrbatterien online bringen. Also fass dich kurz. Der Comspike in der Datei ist. Du musst nur in die. Du weißt ja bereits, die Version für dein. Stattdessen zerstört. Und ich weg. Was kannst du mir für. Hä? Das ist es. Ich verstehe es gerade nicht, was ich bei ihr machen muss. Okay, dann. Bring die Beweise zu. Okay. Ach, unser. Unser Chef. Ach, das ergibt auch Sinn teilweise. Stimmt. Wir haben ja da ein paar Dinge zu machen. Andocken. Hier rüber. Wieso ich hier dann wieder mit einem Lift runterfahren muss? Ist auch doof. Ladezeiten. Überladezeiten. Der Commander weiß, welches Opfer du mit deinem Einsatz bringst. Ich habe Beweise für Prima. Dich. Prima, dann lass mal sehen. Unglaublich, dass all diese Märchen über Cricks Vermächtnis nur auf ein Gerücht zurückgehen, das Jasper Cricks im Knast aufschnappte. Mhm. Das zeigt nur, wie ein winziges Gerücht zu einem riesengroßen Märchen werden kann. Hast du noch was? Dombrowski verdiente bereits ein Vermögen. Und doch konnte er der Veruntreuung nicht widerstehen. Unfassbar. Das macht mich krank. Mhm. Oh, es wird mir ein Vergnügen sein, diesen Typen einzubuchten. Hast du noch mehr? Gut, gut. Da draußen wartet noch mehr auf dich. Bleib dran. Okay. Wir sind da, wenn du uns brauchst. Wo die Vigilance hinführt, nimmt die Fliegenreise. Okay, das haben wir jetzt mal abgeschlossen. Suche nach Beweisen, ja, okay. Reise nach Kodos, okay. Achso, ich kann nicht springen, weil ich. Okay.
Und ich brauche trotzdem immer noch ein stärkeres Schiff. Sonst wird das hier einfach nichts. So, Kodos. Ach, ich habe wieder vergessen, das R zu drücken. Gut. Ne? Ja, ich muss zuerst abdocken. Und dann kann ich erst springen. Ich würde auch so springen. Schauen, was passiert. So, hier. Genau durch das Schiff hier springen wir durch und Übersprung durchs Schiff. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Werde ich jetzt hier gescannt oder wie? Ach komm. Ich hätte das nicht nehmen dürfen. Wir können das friedlich regeln. Wir haben ein Vermögen ausgegeben, um dich zu finden. Wenn du denkst, dass du das überlebst, bist du verrückt. Credits wären das hier. Wow, das ist nicht wenig. Du verhandelst echt knallhart. Ich glaube, wir müssen annehmen. Okay, dann war's das. Vorerst jedenfalls. Was? Okay, das waren nur zwei. Ach, das hätte ich schaffen können. Und ob das ein Fehler war, dass ich dass ich immer Feinde habe, ist, glaube ich. Das ist ein grüner Planet? Oder so ein Korallenplanet? Da ist ein Schiff. Das ist ein größeres als meins. Sofort raus. Sieh uns an. Wir reisen zu entfernten Welten, erkunden die Galaxie. Das ist meins. Und lernen uns besser kennen. Darum geht es doch letztendlich. Ja, mein Fan. Oh Gott, ich werde euch alles so niedermetzeln da. Kommt her. Ich will dieses Schiff. Haben wir hier was? Ich will dieses Schiff. Das ist schön. Der Boss wartet hinten. Hä? Du hast den Red Mile Run geschafft, ja? Wow. Das ist eine Frau, oder? Ich hab keine Vorurteile, also. Fernglas. Also. Tür öffnen. Ja, Musik stellt man ja ein. Ja, finde ich auch. Du hast ein Treffen mit Marco. Glitzblitz. Schönes. Alter, ich will dieses Schiff. Die First meint's ernst. Alter, ich muss ganz kurz hier speichern. Speichern. Das sieht so schön aus. Ich will dieses Schiff. Wert. Alter, das ist ein krasses Kampfschiff. Ich will das. Das sind billige Geschütze, die können nichts gegen mich. Okay. Leute. Das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da.
In der nächsten Folge reden wir mal mit dem Marco, glaube ich, heißt er. Hau euch lieb. Lasst einen netten Kommentar oder ein Abo da. In letzter Zeit kommen viele. Aber ich liebe, ciao.